Hallo meine Lieben, toll, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge von Lunaris liest. Und es geht weiter im Fantasy-Rollenspiel mit ChatGPT. Und wir sind in den Ruinen in den Ebenen von Taravel unterwegs. Wir haben in der letzten Folge das Medaillon der Weisheit gefunden. Aber was finden wir in dieser Folge? Das Schwert des Lichts? Den Ring der Heilung? Oder einen fantastischen magischen Stab? Ihr werdet es jetzt erleben. Los geht's! Also, wir machen weiter mit den nächsten Schritten, mit dem Medaillon der Weisheit in der Hand. Wir erkunden die Ruinen weiter, um weitere Artefakte zu finden. Und zwei heiße Kandidaten waren hier der Stab der Macht und das Schwert des Lichts. Und ich würde sagen, wir begeben uns zuallererst mal auf die Suche nach der Waffenkammer. Das legendäre Schwert des Lichts. So, besprich dich mit deinen Gefährtinnen und Gefährten. Ob sie eine Vermutung haben, wo sich die Waffenkammer mit dem Artefakt, dem Schwert des Lichts befindet. Enter. Geht los. Du wendest dich an deine Gefährten, um zu besprechen, wo sich die Waffenkammer mit dem Schwert des Lichts befinden könnte. Silvari überlegt und sagt: Die Waffenkammer könnte sich in einem schwer zugänglichen Bereich der Ruinen befinden, möglicherweise in einem Bereich, der gut geschützt ist. Wir sollten nach Zeichen von verstärkten magischen Barrieren oder zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen suchen. Liora nickt und fügt hinzu: Die Waffenkammer wird sicherlich durch mächtige Schutzzauber gesichert sein. Wir sollten nach Räumen suchen, die besonders schwer zugänglich oder gut verborgen sind. Vielleicht gibt es Hinweise in den Inschriften oder Fresken, die wir bisher übersehen haben. Elion denkt nach und sagt: Ha. In vielen alten Tempeln und Ruinen befinden sich die wichtigsten und wertvollsten Räume tief im Inneren, also oft in der Nähe des Zentrums. Wir könnten versuchen, uns weiter in die Mitte der Ruinen vorzuarbeiten und nach Anzeichen einer Waffenkammer zu suchen. Borin der Halbling fügt hinzu: Ja, es könnte auch versteckte Mechanismen geben, die den Zugang zur Waffenkammer ermöglichen. Wir sollten nach ungewöhnlichen Hebeln, Schaltern oder versteckten Türen Ausschau halten. Elarion stimmt zu und sagt: Ja, die Waffenkammer könnte durch besondere Runen oder Symbole gekennzeichnet sein, die auf ihre Bedeutung hinweisen. Wir sollten aufmerksam auf solche Zeichen achten, während wir weiter vordringen. Die Gruppe einigt sich darauf, weiter in die Mitte der Ruinen vorzudringen und dabei besonders auf magische Barrieren, versteckte Mechanismen und besondere Symbole zu achten, die auf die Waffenkammer hinweisen könnten. Ihr macht euch bereit, die Ruinen weiter zu erkunden. Borin und Elion führen die Gruppe an, da sie am besten darin sind, versteckte Mechanismen zu entdecken und die Umgebung zu erkunden. Silvari und Liora bleiben wachsam für magische Spuren und Schutzzauber. Ihr bewegt euch vorsichtig durch die alten Gänge, immer tiefer in die Ruinen hinein. Die Atmosphäre wird zunehmend mystischer und die magischen Energien scheinen stärker zu werden. Nach einiger Zeit entdeckt ihr einen besonders massiven Gang, dessen Eingang mit komplexen Runen und Symbolen verziert ist. Liora untersucht die Runen und sagt: Diese Symbole deuten darauf hin, dass dieser Gang zu einem wichtigen Raum führt. Die Magie hier ist stark und gut geschützt. Was möchtest du als nächstes tun?
Möchtet ihr den Gang betreten und weiter vordringen, um nach der Waffenkammer zu suchen? Oder gibt es andere Dinge, die ihr vorher tun möchtet? Tja, gute Frage. Und um uns das ein bisschen einfacher zu machen, sage ich ChatGPT, dass es mir jetzt ein Bild davon machen soll. Erzeuge ein Bild von dem Gang, den wir vor uns sehen. Oha! Holy moly! Hier ist ein Bild von dem massiven Gang, den ihr vor euch seht. Seht, der Eingang ist mit komplexen Runen und Symbolen verziert, die schwach mit magischer Energie leuchten. Die alten Steinwände sind von Ranken und Moos überwuchert und Fackeln an den Wänden spenden ein schwaches, flackerndes Licht. Die Atmosphäre ist dicht mit mächtiger Energie und verborgenen Geheimnissen gefüllt. Der Gang scheint endlos in die Dunkelheit zu führen und lädt zur weiteren Erkundung ein. Was möchtest du als nächstes tun? Also, das hier ist der Gang, den wir sehen. Das ist schon beeindruckend. So, dazu müssen wir wissen. Wir haben also mit Elion einen Waldläufer hier, der ist Meister im Spurenlesen. Wir haben Liora dabei, die ist Mensch und Magierin und hat sich auf Elementarmagie spezialisiert. Kann Feuer, Wasser, Erde und Luft kontrollieren und mächtige Zauber wirken. Wir haben die Halbelfin Nymira dabei, Späherin, geschickt im Schleichen und Spurenlesen. Wir haben Borin, unseren Halbling und Dieb, Meister im Entschärfen von Fallen und im Öffnen von Schlössern. Ja gut, Eldara ist quasi unsere Leibwächterin, die ist halb Ork. Also, ich würde fast sagen, wir schicken Liora und Borin vor. Borin ist Schatzsucher, Händler und Meister im Entschärfen von Fallen. Das heißt, wenn da Fallen im Gang sind, erkennt er die. Eigentlich könnte man auch Nymira und Borin schicken, oder? Weil die Nymira ist Halbelf und Späherin. Das geht natürlich auch. Nö, dann schicken wir doch die drei. Also, das ist unser Gang, vor dem wir gerade stehen. Okay, also. Bitte Nymira, Liora und Borin. Den Gang vor euch zu untersuchen. Also auszuspähen und zu untersuchen. So, auszuspähen und zu untersuchen. Wenn sie... So, also bitte Nymira, Liora und Borin den Gang vor euch auszuspähen und zu untersuchen. Sie sollen euch berichten, was sie vorgefunden haben. Sie sollen mit äußerster Vorsicht vorgehen.
Genau. Bitte Nymira, Liora und Borin, den Gang vor euch auszuspähen und zu untersuchen. Sie sollen euch berichten, was sie vorgefunden haben. Sie sollen mit äußerster Vorsicht vorgehen. Und euch berichten, ob es Fallen oder magische Auffälligkeiten gibt. Enter. This. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich merke einfach, dass ich hier viel zu viel Krempel bei mir auf dem Schreibtisch stehen habe. Hier an der einen Seite. Ich habe schon die ganze Zeit Angst, dass da irgendwas an der Seite runterfällt. Deswegen räume ich jetzt mal dezent dabei meinen Schreibtisch auf. Ich habe es ja schon mal fertiggebracht, versehentlich meinen Schreibtisch unter Wasser zu setzen. Deswegen, nein, nein, das sollte nicht nochmal passieren. Vor allen Dingen nicht während den spannendsten Stellen hier im Rollenspiel. Das wäre ungünstig, sage ich jetzt mal so. Und hier ist unsere Antwort. Du bittest Nymira, Liora und Borin, den Gang vor euch auszuspähen und zu untersuchen. Bitte geht mit äußerster Vorsicht vor und berichtet uns, was ihr vorgefunden habt. Achtet besonders auf Fallen oder magische Auffälligkeiten, ja? Nymira, warte mal. So. Nymira, die erfahrene Späherin, bewegt sich lautlos voraus. Sie nutzt ihre scharfen Sinne, um nach verborgenen Fallen oder ungewöhnlichen Spuren Ausschau zu halten. Mit ihrem Bogen bereit in der Hand und geschärftem Blick tastet sie die Umgebung ab. Liora, die Magierin, folgt Nymira in einem sicheren Abstand. Sie murmelt leise Zaubersprüche, um die magischen Energien im Gang zu erkennen und zu analysieren. Ihr Zauberstab leuchtet schwach und hilft ihr, verborgene magische Fallen oder Schutzzauber zu identifizieren. Borin, der geschickte Dieb, schließt sich der Gruppe an. Mit seinen flinken Fingern untersucht er Wände und Boden auf mechanische Fallen und versteckte Schalter. Er achtet darauf, keine Schritte zu machen, die verdächtige Geräusche verursachen könnten. Nach einigen Minuten kehren Nymira, Liora und Borin zurück und berichten. Der Gang scheint sicher zu sein. Zumindest was physische Fallen betrifft. Ich konnte keine verborgenen Druckplatten oder Schnüre entdecken. Aber es gibt einige Stellen, die ungewöhnlich erscheinen. Möglicherweise verborgene Mechanismen. Liora sagt, ich habe mehrere magische Energien im Gang gespürt. Besonders auffällig ist eine starke magische Barriere weiter vorn. Diese Barriere könnte uns den Weg versperren. Oder eine magische Falle aktivieren, wenn wir ihr uns nähern. Es gibt auch einige schwächere magische Spuren, die auf Schutzzauber hinweisen. Und Borin erwähnt, ich habe einen versteckten Schalter an der rechten Wand gefunden. So etwa auf halber Strecke des Gangs. Dieser Schalter könnte einen Mechanismus aktivieren. Möglicherweise, um die magische Barriere zu deaktivieren oder eine verborgene Tür zu öffnen. Es könnte aber auch eine Falle auslösen. Daher sollten wir vorsichtig sein. Mit den Informationen, die Nymira, Liora und Borin gesammelt haben, habt ihr nun mehrere Optionen. Erstens, den Gang weiter erkunden. Ihr könntet weiter in den Gang vordringen und die magische Barriere und den versteckten Schalter genauer untersuchen. Zweitens, die magische Barriere analysieren und deaktivieren. Liora und Silvari könnten versuchen, die magische Barriere zu analysieren und zu deaktivieren. Drittens, den versteckten Schalter untersuchen. Borin könnte den versteckten Schalter genauer untersuchen und entscheiden, ob ihr ihn aktivieren oder umgehen solltet. Viertens, Rückzug und andere Wege erkunden. Ihr könntet den Gang vorerst meiden. Und andere Teile der Ruinen erkunden, um mehr Informationen zu sammeln. Wie möchtest du vorgehen? Was machen wir jetzt?
Also ich hätte jetzt gesagt, wir machen so eine Kombi aus 1, 2 und 3. Heißt, erstmal erkunden wir den Gang weiter. Und dann schauen wir uns mal gemeinsam die magische Barriere und dann den versteckten Schalter an. Und dann können wir ja unsere Spezialisten dran setzen. Also Liora und Silvari für die magische Barriere und Borin dann an den versteckten Schalter. Yeah, let's do this. Also wenn ich jetzt keine Widersprüche aus dem Chat bekomme, und die bekomme ich nicht, dann machen wir das doch. Oh yes. Erkundet weiter den Gang. Begebt euch zur magischen Barriere. Und untersucht sie genauer. Wenn es Möglichkeiten gibt, sie zu deaktivieren, frage nach, was du tun sollst. Enter. Let's go. Und da ist unsere Antwort. Du entscheidest, den Gang weiter zu erkunden und dich der magischen Barriere zu nähern, um sie genauer zu untersuchen. Du gibst deinen Gefährten ein Zeichen, vorsichtig zu bleiben, und ihr macht euch gemeinsam auf den Weg. Ihr bewegt euch vorsichtig durch den Gang und erreicht schließlich die Stelle, an der Liora die starke magische Barriere gespürt hat. Die Barriere ist für das bloße Auge unsichtbar, aber ihr spürt deutlich die magische Energie, die von ihr ausgeht. Liora und Silvari treten näher und beginnen, die Barriere zu analysieren. Liora murmelt leise Zaubersprüche und bewegt ihren Zauberstab entlang der Barriere. Diese Barriere ist sehr stark und komplex. Sie scheint sowohl eine physische als auch eine magische Sperre zu sein. Es gibt mehrere Schichten von Schutzzaubern, die miteinander verwoben sind. Und Silvari fügt hinzu, es gibt jedoch einige Schwachstellen in der Barriere. Wenn wir die richtigen Zaubersprüche anwenden und die magischen Runen an den Schwachstellen deaktivieren, könnten wir die Barriere durchbrechen. Liora und Silvari beginnen, ihre Magie zu bündeln und gezielt auf die Schwachstellen der Barriere anzuwenden. Sie sprechen synchron Zaubersprüche und zeichnen komplexe magische Muster in die Luft. Die Barriere beginnt zu flimmern und schwächer zu werden. Plötzlich hört ihr ein leises Klicken. Borin hat den versteckten Schalter an der Wand aktiviert. Ich glaube, das könnte helfen, sagt er. Die Barriere flackert erneut und wird noch schwächer. Liora und Silvari wenden sich an dich. Die Barriere ist fast deaktiviert. Ja, und wir brauchen einen letzten kraftvollen Zauber, um sie vollständig zu durchbrechen, erklärt Liora. Wenn du bereit bist, könnten wir es gemeinsam versuchen. Du hast mehrere Optionen, wie du vorgehen kannst. Erstens, ein gemeinsamer Zauber. Du kannst dich mit Liora und Silvari zusammenschließen und gemeinsam einen kraftvollen Zauber wirken, um die Barriere zu durchbrechen. Zweitens, den Schalter untersuchen. Du kannst Borin bitten, den Schalter weiter zu untersuchen und zu sehen, ob es noch weitere Mechanismen gibt, die die Barriere schwächen könnten. Drittens, Rückzug und andere Wege erkunden. Du könntest entscheiden, den Gang vorerst zu verlassen und andere Teile der Ruinen zu erkunden, um mehr Informationen zu sammeln und dann zurückzukehren. Wie möchtest du vorgehen?
jetzt kommt uns hier ChatGPT wieder mit, ihr könntet auch gehen. Ich sag's nur, ihr könntet auch gehen. Nein, wozu sind wir denn in diesen Ruinen? Wozu sind wir denn hier Abenteurerinnen und Abenteurer, oder? Um den Rückzug anzutreten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn Sie mich so fragen, ich glaube nicht. So. Es ist wieder so eine Kombi aus 1 und 2, oder? Wir müssen alle zusammenarbeiten. Also ich finde... Ich finde, schließe dich mit Liora und Sylvari zusammen. Um gemeinsam einen kraftvollen Zauber zu wirken, um die Barriere zu durchbrechen, bitte Borin parallel dazu, den Schalter weiter zu untersuchen und zu sehen, ob es noch weitere Mechanismen gibt, die die Barriere schwächen könnten. Enter. Let's go. Und eigentlich hätte ich ChatGPT jetzt wieder fragen können, ob es uns nicht ein Bild von dieser magischen Barriere macht. Damit. Chance verpasst. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Wenn wir dann noch irgendwie sowas haben, möchte ich das dann auch mal sehen. Bildlich. Und jetzt wird's spannend. Du entscheidest dich, mit Liora und Sylvari zusammenzuschließen, um gemeinsam einen kraftvollen Zauber zu wirken, der die Barriere durchbrechen kann. Gleichzeitig bittest du Borin, den Schalter weiter zu untersuchen, um herauszufinden, ob es noch weitere Mechanismen gibt, die die Barriere schwächen könnten. Liora, Sylvari und du, ihr stellt euch in einem Dreieck um die Barriere auf und beginnt eure magischen Energien zu bündeln. Ihr sprecht synchron Zaubersprüche und konzentriert euch darauf, die Schwachstellen in der Barriere zu durchbrechen. Während ihr euch auf den Zauber konzentriert, untersucht Borin den Schalter weiter. Er tastet die Umgebung ab und sucht nach zusätzlichen Mechanismen, die mit dem Schalter verbunden sein könnten. Nach einigen Minuten entdeckt er einen weiteren versteckten Hebel in der Nähe des Bodens. »Hey! Ich hab was gefunden!« ruft Borin leise, um euch nicht zu stören. »Es gibt noch einen weiteren Hebel! Hier unten! Ich werde ihn aktivieren!« Ihr setzt eure Zaubersprüche fort, während Borin den zweiten Hebel betätigt. Ein weiteres Klicken ist zu hören und die Barriere flackert erneut. Ihr spürt, wie die magische Energie nachlässt und die Barriere schwächer wird. Jetzt ist der Moment gekommen, den kraftvollen Zauber zu wirken. Ihr bündelt eure gesamte magische Energie und richtet sie auf die Barriere. Ein helles Licht erfüllt den Gang, als eure Zauber auf die Schwachstellen der Barriere treffen. Mit einem letzten, kraftvollen Ausbruch magischer Energie bricht die Barriere zusammen und verschwindet. Der Weg ist nun frei und ihr könnt den Gang weiter erkunden. Borin tritt zu euch und lächelt. Hey, gute Arbeit alle zusammen. Die Barriere ist weg. Wir sollten vorsichtig weitermachen. Ihr setzt euren Weg fort und erreicht schließlich eine massive Tür aus Stein, die mit kunstvollen Reliefs und weiteren magischen Symbolen verziert ist. Diese Tür
scheint der Eingang zur Waffenkammer zu sein, in der das Schwert des Lichts aufbewahrt wird. Ihr steht nun vor der massiven Tür zur Waffenkammer. Ihr könnt erstens die Tür untersuchen, zweitens den Raum erkunden oder drittens erstmal den nächsten Schritt besprechen. Wie möchtest du vorgehen? Oh well. Also wir haben eine massive Tür aus Stein mit kunstvollen Reliefs und magischen Symbolen. Jetzt würde ich sagen, erzeuge ein Bild. Oder generiere mir ein Bild von der Tür, vor der wir jetzt stehen. Enter. Das könnte hilfreich sein. Mal sehen. Here we go. Mal gucken, was das für Symbole und Reliefs sind. Holy moly, okay. Hier ist das Bild der massiven Steintür, vor der ihr jetzt steht. Die Tür ist mit kunstvollen Reliefs und magischen Symbolen verziert, die schwach mit mystischer Energie leuchten. Die Umgebung ist aus verwittertem Stein, bedeckt mit Moos und Ranken. Und Fackeln an den Wänden werfen ein schwaches, flackerndes Licht. Wie möchtest du als nächstes vorgehen? So, hier ist diese Tür. Die hat auch wieder dieses fette Symbol in der Mitte. Das hat sich jetzt schon komplett durchgezogen, ne? Ich scroll mal ein bisschen nach oben. Da. Dasselbe kreisrunde Symbol. Also das sieht aus wie... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so ein riesiges kreisrundes Symbol. Das hat sowas von dem Wegvisier. Von, wenn ihr das kennt, der Weg... Dieser Wegweiser heißt es, glaube ich, von den Wikingern. So ein kreisrundes, medaillonartiges Ding. So ein richtig fettes Teil. Es hat so ein Kreuz in der Mitte und ja, rundrum sind lauter Symbole. Und dann sind nochmal in jeder Ecke jeweils ein weiteres Symbol angebracht. Und das Interessante ist, schon ein bisschen weiter... Früher, als wir Eldaron den Weisen getroffen haben, da hatte auch schon dieses Symbol, also schon dieses Medaillon der Weisheit, hatte schon eine ähnliche Form. Also wo das, was er da beschützt hat, der Geist. Der hat da so ein Symbol in die Luft beschworen, das auch genau so aussieht. Genau so wie das, was da über der Tür hängt. Also erst über dem Gang und jetzt prangt es direkt auf der Tür. Scroll mal wieder nach unten. Da. Das ist das Symbol überm Gang. Da sieht man es sogar ein bisschen besser. Und jetzt nochmal runter. Das hilft natürlich denen, die jetzt im Podcast zuhören, nicht so sehr viel. Aber die, die es im Video sehen, die sehen diese Bilder jetzt. Deswegen versuche ich, so gut wie möglich zu beschreiben. Und hier, zack. Wieder. Wieder so ein kreisrundes Symbol. Mitten in der Mitte der Tür, eingebettet in ein Kreuz. Und noch mehr von diesen magischen Symbolen. Das schaut schon krass aus irgendwie. So, was machen wir jetzt damit? Also so ein bisschen, wenn das alles magische Symbole sind hier außenrum, also diese schwere, massive, große Steintür, die hat auch noch einen Rahmen, der ist so richtig geometrisch viereckig. Es hat fast schon sowas, weiß ich nicht, sowas Keltisches.
Also ich finde schon, dass man diese Tür erstmal untersuchen sollte. Vielleicht steht da ja auch irgendwas. Vielleicht erzählen die Symbole auch irgendeine Geschichte oder vielleicht spielt hier irgendein Rätsel eine Rolle. Das wissen wir nicht. Das kann ja sein. Alles, was wir hier rundherum sehen, sind ja alles... Ja, man kann es nicht ganz so... Das hier sieht ein bisschen aus wie so ein Totenkopf. Das da oben drüber kann ich leider gar nicht so ganz erkennen. Das kann vielleicht auch an der KI liegen, die es ein bisschen verwaschen generiert hat. Aber man sieht auch überall immer wieder diese kreisrunden Symbole. Das wiederholt sich irgendwie so ein bisschen, dieses Runde. Okay. Ich würde erstmal den Raum erkunden und gucken, ob es an der Tür irgendwo eine Falle gibt oder irgendwo in dem Raum vor der Tür. Und wenn das safe ist, dann würde ich sagen, müssen wir diese Tür untersuchen. Also. Da ist Borin, glaube ich, der perfekte Mann dafür. Das ist unser Fallenspezialist. Bitte Borin, den Raum genau zu untersuchen. Möglicherweise gibt es hier Fallen. Er soll mit äußerster Vorsicht vorgehen. Enter. So, mal gucken, was unser Borin jetzt erstmal rausfindet hier in diesem Raum. Vor dieser Tür stehen wir. Hinter dieser Tür liegt möglicherweise die Waffenkammer. Und in dieser Waffenkammer das legendäre Schwert des Lichts. Dass das nicht einfach so auf einem Präsentierteller liegt, ich glaube, das können wir uns alle denken, oder? Mal gucken. Und laut den Hinweisen, die wir in der Bibliothek gefunden haben, könnte es sein, dass wir da von einer lebendig gewordenen Rüstung attackiert werden. Aktiviert durch Lichtmagie. Wir werden sehen. Also das war der Hinweis aus der Bibliothek. Und dieses Schwert, das selbst mit reiner Lichtmagie durchdrungen ist, kann dunkle Kreaturen abwenden. Spannend. So, mal gucken, was unser Borin rausgefunden hat. Du bittest Borin, den Raum genau zu untersuchen und nach möglichen Fallen Ausschau zu halten. Borin, kannst du bitte den Bereich um die Tür und den Raum davor genau untersuchen? Es könnten Fallen vorhanden sein. Geh mit äußerster Vorsicht vor. Borin nickt und zieht sein Werkzeugset heraus. Er nähert sich vorsichtig der massiven Steintür und beginnt, die Umgebung systematisch zu untersuchen. Mit geübten Bewegungen tastet er die Wände, den Boden und die Tür selbst ab. Er achtet besonders auf versteckte Mechanismen und Druckplatten. Borin entdeckt an der Tür mehrere kleine, verborgene Schlitze, die auf eine mechanische Falle hinweisen könnten. Hä? Diese Schlitze könnten Pfeile oder andere Projektile abfeuern, wenn die Tür geöffnet wird, murmelt er. Er untersucht weiter und findet einen versteckten Hebel, der offenbar den Mechanismus auslöst. Ich werde versuchen, den Mechanismus zu blockieren, bevor wir die Tür öffnen, sagt Borin. Mit geschickten Händen setzt er seine Werkzeuge ein und blockiert die verborgenen Schlitze, sodass sie keine Gefahr mehr darstellen. Borin kniet sich hin und untersucht den Boden vor der Tür. Er entdeckt mehrere verdächtige Stellen, die auf versteckte Druckplatten hinweisen. Diese Platten könnten einen Alarm auslösen oder andere Fallen aktivieren,
erklärt er. Mit seinen Werkzeugen deaktiviert er die Druckplatten vorsichtig, indem er sie blockiert und ihre Mechanismen neutralisiert. Er untersucht auch die Wände neben der Tür und findet dort keine weiteren Hinweise auf Fallen. So, also es scheint, als ob die Hauptgefahr von den Schlitzen und den Druckplatten ausging, sagt Borin. Er tritt zurück und wendet sich an die Gruppe. Ich habe die versteckten Fallen an der Tür und im Boden deaktiviert. Also, wir sollten jetzt sicher sein, die Tür zu öffnen, aber seid weiterhin vorsichtig. Es könnte noch andere Schutzmaßnahmen geben. Ihr steht nun vor der Möglichkeit, die massive Steintür zu öffnen und den Raum dahinter zu betreten. Dazu könntet ihr einfach die Tür öffnen und den Raum betreten. Oder nochmal die Umgebung checken. Oder den nächsten Schritt besprechen. Wie möchtest du vorgehen? So, gucken wir uns diese Tür mal an. Also der hat uns jetzt vor den Druckplatten im Boden und offenbar hier vor solchen Schlitzen an der Seite in der Wand, hat er uns schon mal beschützt. Das ist sehr gut. Jetzt würde ich Liora und Silvari darum bitten, die Runen auf der Tür zu untersuchen. Weil möglicherweise geben die Hinweise auf den Öffnungsmechanismus. Oder sie sind ein Rätsel. Kann alles Mögliche sein, ne? Das kann alles Mögliche sein. Guten Abend, der liebe Mika ist jetzt auch mit im Chat. Hallihallo. Wir stehen vor dieser Tür und hinter dieser Tür liegt die Waffenkammer der Ruine. Wahrscheinlich. Und darin verborgen, wenn es so sein soll, das Schwert des Lichts. Fallen hier haben wir schon deaktiviert, das war unser lieber Borin. Und jetzt bitte ich Liora und Silvari mal, diese Runen und alles, was damit zu tun hat, an der Tür zu untersuchen. Vielleicht können sie uns dann sagen, wie man diese Tür öffnen könnte. Bitte Liora und Silvari, die Runen auf der Tür genauer zu untersuchen. Möglicherweise geben sie einen Hinweis darauf, wie die Tür zu öffnen ist, wenn es sich dabei um ein Rätsel handelt. Frage nach, was du tun sollst. Enter. Geht los. Weil jetzt mal im Ernst, sieht schon sehr mystisch aus, dieses Ding, oder? Und was interessant ist, in der ganzen Ruine habe ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt, es wiederholt sich immer dieses Symbol, was du da in der Mitte der Tür siehst. Also das hat sich jetzt quasi durchgezogen. Das erschien schon in der Kammer, wo wir das Medaillon der Weisheit gefunden haben. Dann war es jetzt über dem Gang, der zur Waffenkammer führt. Und jetzt ist es auf der Tür der Waffenkammer selbst. Düdüm. Nochmal einen Schluck Tee. Und jetzt gucken wir mal, was da rausgekommen ist. Du bittest Liora und Silvari, die Runen auf der Tür genauer zu untersuchen, um Hinweise darauf zu finden, wie die Tür zu öffnen ist. Liora, Silvari, könnt ihr die Runen auf der Tür analysieren? Es könnte Hinweise oder ein Rätsel geben, das wir lösen müssen. Liora und Silvari treten näher an die massive Steintür heran. Sie betrachten die kunstvollen Runen und Symbole, die auf der Tür eingraviert sind, und beginnen ihre magischen Fähigkeiten einzusetzen, um die Bedeutung der Zeichen zu entschlüsseln.
Liura berührt vorsichtig die Runen und murmelt leise Zaubersprüche. Puh, diese Runen sind stark mit magischer Energie aufgeladen, erklärt sie. Sie scheinen eine Art Schutzzauber zu enthalten, der die Tür versiegelt. Es gibt auch Hinweise auf ein Rätsel, das gelöst werden muss, um die Tür zu öffnen. Silvari betrachtet die Symbole und Runen und fügt hinzu: Es gibt hier eine Inschrift, die anscheinend das Rätsel darstellt. Sie lautet: Um die Tür zu öffnen und den Weg frei zu geben, müsst ihr die Elemente vereinen und Harmonie finden. Sprecht die Worte der Wahrheit und die Tür wird sich öffnen. Es scheint, dass wir die Elemente vereinen müssen und die richtigen Worte sprechen müssen, um die Tür zu öffnen. Ihr besprecht das Rätsel in der Gruppe und überlegt, wie ihr die Elemente vereinen und die Worte der Wahrheit sprechen könnt. Liora und Silvari sind sich einig, dass ihr eure magischen Fähigkeiten nutzen müsst, um die Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft zu harmonisieren. Ihr stellt euch in einem Kreis um die Tür auf und Liora beginnt, einen Feuerzauber zu wirken. Silvari kontrolliert das Wasser, während Elion die Luft manipuliert und Torga die Erde beschwört. Gemeinsam bündeln sie ihre Kräfte, um die Elemente zu vereinen. Während die Elemente harmonisch zusammenwirken, sprecht ihr gemeinsam die Worte der Wahrheit, die ihr als Team formuliert habt. Mit reinem Herzen und geeinten Kräften suchen wir den Weg der Weisheit. Möge die Tür sich öffnen und uns den Pfad zum Schwert des Lichts offenbaren. Die magischen Energien der Elemente fließen zusammen und die Runen auf der Tür beginnen hell zu leuchten. Ein tiefes Grollen ertönt, als die Tür sich langsam öffnet und den Weg in den Raum dahinter freigibt. Ihr betretet vorsichtig den Raum hinter der Tür. Es ist ein großer, beeindruckender Raum mit einer prachtvoll verzierten Decke und alten Waffen an den Wänden. In der Mitte des Raums, auf einem Podest, ruht das Schwert des Lichts. Ein sanftes, heiliges Licht umgibt die Waffe und erhellt den Raum. Ihr habt das Schwert des Lichts gefunden. Ihr könnt erstens das Schwert näher untersuchen, zweitens erstmal den Raum sichern oder drittens das Schwert an euch nehmen. Wie möchtest du vorgehen? Ja, wie? Also zuerst mal generiere mir ein Bild von dem Raum, in dem wir uns befinden. Enter. Wollen wir erstmal sehen, mit was wir es hier zu tun haben? Und in der Zwischenzeit können wir uns überlegen, was wir jetzt machen wollen. Das Schwert untersuchen, den Raum sichern oder gleich hin da und das Schwert nehmen. Was machen wir? Da ist das Bild. Ui! Mein lieber Schieber, das sieht mal beeindruckend aus. Das hat so ein bisschen was von dem Schwert aus der Artus-Sage, oder? Das Schwert, das man aus dem Stein ziehen muss, um die Macht an sich zu nehmen. Und tatsächlich, überall an den Wänden hängen andere Waffen. Teilweise Schwerter, teilweise sehr interessante Klingen. Ich weiß gar nicht, für was die da sein sollen. Und
Dieser Raum ist rund und hat eine Kuppel. Und oben von der Kuppel runter kommt magisches Licht und das magische Licht fällt auf dieses Schwert. Und hinter diesem Altar, der genau im Zentrum ist, wo das Schwert drinsteckt, da geht ein sehr, sehr dunkler Gang hinten weiter. Also entweder ist es ein Gang oder es ist so eine, weiß ich nicht, so eine Aussparung im Raum oder so. Also es ist jedenfalls, dahinter wird es düster. Und es sind Feuerschalen rund um dieses Schwert platziert. Also es ist so kreisrund und in diesem Raum sind 6 Feuerschalen, in denen Feuer lodert. Wahrscheinlich magisches Feuer, weil wer soll es sonst angezündet haben, nicht? Und wie soll das über Jahrhunderte hinweg in dieser versteckten Waffenkammer vor sich hingeflackert haben, wenn es nicht magisch war? Smart. Smart. Ja. Also wenn wir ja eins gelernt haben aus den vergangenen Rollenspielen, dann, dass es eine sehr schlechte Idee ist, direkt auf den Altar zuzustürzen und dieses Schwert da wegzunehmen. Schwierig. Ich glaube, wir brauchen wieder unseren Dieb. Borin, unseren Dieb. Ich finde schon, der soll sich das hier alles mal anschauen. Denn wir haben in der Bibliothek ja den Hinweis erhalten, da könnte in diesem Raum irgendwas lebendig werden. Und möglicherweise kommt es aus dem düsteren Gang hinterm Schwert. Direkt auf uns zu. Wir wissen es nicht. Wir wissen es noch nicht. Aber ich glaube, Borin ist der Meister im Fallen entdecken. Ja. Bitte, Borin, den Raum auf mögliche Fallen oder versteckte Mechanismen zu untersuchen. Bitte Sylvari, den Raum auf magische Fallen zu untersuchen. Enter. So, mal gucken, was die beiden finden. Sylvari, ich habe übrigens verschrieben. Ich hoffe, ChatGPT kriegt es trotzdem hin. Wir werden sehen. Wenn nicht, muss ich meine Eingabe korrigieren und das nochmal machen. Aber wir werden sehen. Ich habe ein L vergessen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, ChatGPT hat es mir nicht übel genommen. Hier ist unsere Antwort. Was passiert hier? Du bittest Borin und Sylvari, den Raum auf mögliche Fallen und versteckte Mechanismen zu untersuchen. Borin, könntest du nach mechanischen Fallen oder versteckten Mechanismen suchen? Und Sylvari, bitte überprüf den Raum auch auf magische Fallen. Borin nickt und macht sich sofort an die Arbeit. Er bewegt sich vorsichtig durch den Raum, tastet die Wände und den Boden ab und untersucht die alten Waffen an den Wänden. Mit seinem geschulten Auge und seinen geschickten Händen sucht er nach versteckten Schaltern, Druckplatten und anderen mechanischen Fallen. Nach einer Weile kehrt Borin zurück und berichtet, ich habe einige verdächtige Stellen gefunden. Es gibt Druckplatten in der Nähe des Podests und versteckte Schalter hinter den Waffen an den Wänden. Diese Mechanismen könnten Fallen auslösen, wenn wir das Schwert an uns nehmen. Sylvari konzentriert sich auf die magischen Energien im Raum. Sie hebt ihren Zauberstab und murmelt leise Zaubersprüche, während sie die Umgebung nach magischen Fallen und Schutzzaubern absucht. Ein sanftes blaues Licht erscheint vor ihr und bewegt sich entlang der Wände und über den Boden. Sylvari schließt die Augen und öffnet sie nach einer Weile wieder. Ich spüre mehrere magische Schutzzauber in diesem Raum. Besonders stark sind die Energien um das Podest herum,
wo das Schwert des Lichts ruht. Diese Schutzzauber könnten aktiviert werden, wenn wir versuchen, das Schwert zu nehmen. Wir müssen diese Schutzzauber neutralisieren, bevor wir das Schwert berühren. Mit den Informationen von Burin und Silvari habt ihr nun mehrere Optionen. Erstens, die Mechanismen deaktivieren, mithilfe von Burin. Zweitens, die magischen Schutzzauber neutralisieren. Silvari und Liora könnten zusammenarbeiten, um die magischen Schutzzauber um das Podest herum zu neutralisieren. Oder ihr arbeitet gleichzeitig. Ihr könntet eine koordinierte Aktion planen, bei der Burin die mechanischen Fallen deaktiviert, während Silvari und Liora die magischen Schutzzauber neutralisieren. Wie möchtest du vorgehen? Wir hatten ja noch den Hinweis aus der Bibliothek, dass es da eine Rüstung gibt, die lebendig wird, sobald man dieses Schwert in die Hand nimmt. Oder ähnliches. So ganz genau wissen wir es nicht. Deswegen bitte Burin und Silvari herauszufinden, ob es Hinweise auf das in der Bibliothek beschriebene Schutzwesen gibt. Laut dem Buch in der Bibliothek sollte es sich um eine Rüstung handeln, die durch Lichtmagie lebendig werden könnte. Enter. So. Mal gucken, ob es in dieser Waffenkammer wirklich Hinweise auf diese Rüstung gibt. Also, generell ist diese Waffenkammer nicht ganz ohne, haben wir gerade gelernt. Es gibt hier Lichtmagie um dieses, oder beziehungsweise magische Fallen um dieses Schwert herum, um diesen Podest herum, den wir in der Mitte sehen. Es gibt versteckte Schalter hinter den Waffen an der Wand. Also das Ding ist sowieso schon krass geschützt. Jetzt ist halt noch die Frage, was ist mit dieser möglicherweise lebendig werdenden Rüstung? Wenn wir das wissen, können wir, glaube ich, anfangen mit dem Entschärfen und dem Suchen. Wie gesagt, es hat für mich irgendwie krasse King Arthur-Vibes, so. König Arthur und die Ritter der Tafelrunde und das Schwert, das im Stein steckte. Und das nur von denjenigen gezogen werden kann, der der wahre König des Landes ist. Der Macht würdig ist oder auch gewachsen oder so ähnlich. So sieht das hier aus in der Mitte. Beeindruckend. So, jetzt schauen wir mal. Muss man gerade nochmal einen Schluck trinken. Let's go. Du wendest dich an Burin und Silvari und bittest sie, nach Hinweisen auf das in der Bibliothek beschriebene Schutzwesen zu suchen. Also laut dem Buch in der Bibliothek sollte es sich um eine Rüstung handeln, die durch Lichtmagie lebendig werden könnte. Könnt ihr herausfinden, ob es Hinweise auf diese Rüstung gibt? Burin beginnt, den Raum erneut zu durchsuchen. Diesmal mit dem speziellen Fokus auf Hinweise, die auf das Vorhandensein einer animierten Rüstung hinweisen könnten. Er untersucht die alten Waffen und die Bereiche hinter den Wandteppichen und Schnitzereien. Burin entdeckt schließlich eine alte, aber beeindruckende Rüstung in einer dunklen Ecke des Raums. Die Rüstung steht aufrecht, als ob sie nur darauf wartet, zum Leben erweckt zu werden. Ich
Ich hab die Rüstung gefunden, sagt Borin leise. Sie steht in der Ecke dort. Und sie sieht aus, als ob sie durch Magie aktiviert werden könnte. Sylvari nähert sich der Rüstung und beginnt, die magischen Energien um sie herum zu analysieren. Sie spricht leise Zaubersprüche, um die Art der Magie zu identifizieren, die die Rüstung beleben könnte. Sylvari konzentriert sich und spürt die Lichtmagie, die die Rüstung umgibt. Ha! Die Rüstung ist tatsächlich mit Lichtmagie durchdrungen, sagt sie. Es scheint, dass sie darauf programmiert ist, lebendig zu werden und den Raum zu verteidigen, wenn jemand das Schwert des Lichts berührt. Wir müssen vorsichtig sein. Vielleicht können wir die Rüstung deaktivieren oder die Lichtmagie neutralisieren, bevor wir das Schwert an uns nehmen. Ihr habt nun die Rüstung gefunden und wisst, dass sie durch Lichtmagie aktiviert werden kann. Ihr könnt erstens die Rüstung deaktivieren. Ihr könnt es zumindest versuchen. Zweitens die Lichtmagie neutralisieren. Sylvari und Liora könnten zusammenarbeiten, um die Lichtmagie zu neutralisieren und die Rüstung unschädlich zu machen. Oder drittens eine koordinierte Aktion planen. Heißt, während Borin die mechanischen Fallen deaktiviert, können Sylvari und Liora die Lichtmagie der Rüstung neutralisieren. Wie möchtest du vorgehen? Okay, also es ist, wie ich vermutet hatte, da hinten in diesem dunklen Eck lauert die Rüstung. Diese dunkle Stelle hier hinter dem Schwert, wo ich erst gedacht habe, es könnte auch ein Gang sein. Aber da hinten versteckt sich die Rüstung. Ja dann, also zuerst mal müssen wir, glaube ich, den Raum sichern. Weil es ist ja schön, dass Sylvari und Borin sich momentan sicher da drin bewegen können. Aber auch nur, weil sie genau wissen, wo sie sich bewegen können, ohne eine Katastrophe auszulösen. Deswegen, nehme ich mal diese Antwort hier. Das machen wir mal als erstes. Und zwar, bitte Borin zunächst die mechanischen Fallen im Raum zu deaktivieren, während Sylvari und Liora die magischen Schutzzauber im Raum neutralisieren. Enter. Erstmal das eine, dann das andere. Ich glaube, wenn das sicher ist, also wir wissen ja nicht, welche von diesen Dingern hier, das weiß nur Borin, welche von diesen Bodenplatten irgendwelche Druckplatten sind, wo dann irgendwas aus der Wand schießt. Er weiß auch, welche Schalter hier noch so hinter den Waffen an der Wand lauern. Ja, und nur Sylvari und Liora können die Schutzzauber, die hier um dieses Schwert herum sind, lokalisieren und entschärfen. Also müssen wir erstmal genau das versuchen. Darauf noch einen Schluck Tee. Und übrigens, ihr könnt jederzeit auch gerne im Chat mitraten, was als nächstes passieren soll. Vorschläge sind immer herzlich willkommen. Dafür ist dieser Livestream hier immer dienstags da, das Rollenspiel mit ChatGPT. Das Fantasy-Rollenspiel. Den Link dazu habe ich übrigens in die Video- oder beziehungsweise auch Podcast-Beschreibung gepackt. Könnt ihr immer gern dabei sein. So, und jetzt gucken wir mal. Okay, wir haben eine Antwort. Du entscheidest, dass Borin die mechanischen Fallen im Raum deaktivieren soll.
während Silvari und Liora die magischen Schutzzauber neutralisieren. Borin, bitte kümmere dich um die mechanischen Fallen. Silvari und Liora, könnt ihr die magischen Schutzzauber neutralisieren? Borin nickt und macht sich sofort an die Arbeit. Er bewegt sich vorsichtig durch den Raum, um die Druckplatten und versteckten Schalter zu deaktivieren. Mit seinen geschickten Händen und präzisen Werkzeugen neutralisiert er die Mechanismen, die die Fallen auslösen könnten. Borin arbeitet sorgfältig und deaktiviert nacheinander die entdeckten Fallen. Nach einer Weile kehrt er zurück und berichtet: Ich hab's geschafft. Ich habe alle mechanischen Fallen deaktiviert, die ich finden konnte. Wir sollten jetzt sicher sein vor physischen Gefahren. Silvari und Liora konzentrieren sich auf die magischen Schutzzauber im Raum. Sie beginnen, ihre magischen Energien zu bündeln und synchron Zaubersprüche zu murmeln. Ihr Ziel ist es, die magischen Barrieren und Schutzzauber um das Podest und die Rüstung herum zu neutralisieren. Silvari und Liora bewegen ihre Hände in komplexen Mustern und sprechen kraftvolle Zaubersprüche. Ein sanftes blaues Licht umgibt sie, als sie die magischen Energien im Raum beeinflussen. Die Schutzzauber beginnen zu flackern und schwächer zu werden. Nach einiger Zeit schimmern die magischen Schutzzauber ein letztes Mal und erlöschen dann vollständig. Silvari und Liora atmen erleichtert auf. Boah, die magischen Schutzzauber sind neutralisiert, sagt Liora. Wir sollten jetzt in der Lage sein, das Schwert zu nehmen, ohne die Rüstung zu aktivieren. Ihr seid nun bereit, das Schwert des Lichts an euch zu nehmen. Ihr könnt erstens einfach das Schwert des Lichts an euch nehmen, zweitens den Raum weiter untersuchen oder drittens eine Besprechung mit euren Gefährten abhalten. Wie möchtest du vorgehen? Okay, wir sind scheinbar sicher. Natürlich sind unsere Gefährten nicht perfekt. Ne? Muss man so sagen. Also, könnte es sein, dass die irgendwas übersehen haben. Who knows? Ich habe übrigens gerade wieder eine sogenannte Studiofliege hier bei mir, die es sehr lustig findet, mir ab und zu mal auf der Nase zu landen oder in den Haaren. Die ist halt auch Rollenspiel-Fan. Vielleicht sollten wir ihr irgendwann einen Namen geben. Denn in der letzten Zeit ist sie irgendwie immer aufgetaucht, wenn wir hier das Fantasy-Rollenspiel gemacht haben. Schau mal, da ist Karl-Heinz wieder. Karl-Heinz die Fliege oder so ähnlich. Wenn ihr noch lustige Namensvorschläge habt, immer gerne rein in den Chat oder in die Kommentare unter das Video, sehr gerne. Ich meine, die KI sagt ja nicht umsonst, den Raum weiter untersuchen. Check nochmal, ob es mögliche weitere Hinweise oder Gefahren gibt. You never know. Aber andererseits, ich meine, wir haben ja ein fähiges Team von Gefährten um uns rum. Wir haben einen Zwerg dabei, der kämpfen kann. Wir haben eine Halborkin dabei, die kämpfen kann. Was soll schon passieren? Seien wir mal ehrlich. Was soll... Berühmte letzte Worte, oder? Was soll schon passieren? Komm, wir machen das jetzt einfach. Eieiei. Ja, das kann ja was werden. Ja. Den Mutigen gehört die Welt, ne? Nehmt das Schwert vom Podest. Solltet ihr dabei eine Falle aktivieren?
oder die Rüstung trotz allem lebendig werden. Frage nach, was du als nächstes tun sollst. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Oh mein Gott! Enter. Da ist unsere Antwort. Du entscheidest, das Schwert des Lichts vom Podest zu nehmen. Du gehst vorsichtig auf das Podest zu und umschließt den Griff des Schwerts. Langsam hebst du es vom Podest. In dem Moment, in dem du das Schwert des Lichts vom Podest nimmst, beginnt die Rüstung in der Ecke des Raums plötzlich zu leuchten. Trotz aller Vorkehrungen wird sie durch die magische Energie des Schwerts aktiviert und erwacht zum Leben. Die Augen der Rüstung glühen mit einem intensiven Licht. Und sie beginnt sich zu bewegen, das Schwert zu ziehen und auf euch zuzugehen. Du hast mehrere Optionen, um mit der lebendigen Rüstung umzugehen. Erstens, angreifen. Greife die Rüstung direkt an, um sie zu besiegen, bevor sie euch erreichen kann. Zweitens, magische Angriffe. Bitte Liora und Silvari, die Rüstung mit magischen Angriffen zu schwächen oder zu neutralisieren. Drittens, Ablenkung. Versuche die Rüstung abzulenken, während die anderen einen Fluchtweg finden oder eine andere Lösung suchen. Viertens, ein Schutzzauber. Bitte Liora und Silvari, Schutzzauber zu wirken, um die Rüstung abzuwehren und euch Zeit zu verschaffen. Wie möchtest du vorgehen? Ja, cool. Wie ich vorhin schon sagte, was soll schon passieren? Wir sind ja ein Team. Und zack, haben wir eine Rüstung am Hintern mit einem gezogenen Schwert, die mit Sicherheit gerade gar keinen Spaß versteht. Also, was machen wir? Angreifen, also die Rüstung direkt attackieren. Magisch angreifen. Liora und Silvari sollen mal zeigen, was sie können. Ablenken. Oder einen Schutzzauber, um die Rüstung abzuwehren und uns Zeit zu verschaffen. Also 3 und 4, Vorschlag 3 und 4, Ablenkung oder Schutzzauber, ist beides dazu da, quasi die Rüstung ein bisschen abzuwimmeln und dann zu flüchten. 1 und 2 ist der direkte Kampf und das Besiegen der Rüstung, entweder magisch oder mit Waffen. Ich meine, die Frage ist auch, wie anhänglich ist diese Rüstung, ne? Also, wenn du dann sie so weit ablenkst, dass du da einen Fluchtweg findest, sie dich aber fortan das komplette Rollenspiel hinweg verfolgt, so, weil du hast da was, was ihr gehört, oder was, ne? Dann ist schwierig, glaube ich. Dann ist unangenehm, glaube ich. Also, ist halt die Frage, was ihr denkt. Was machen wir? Greifen wir direkt an? Wirken wir Magie, um die Rüstung platt zu machen? Lenken wir die Rüstung ab? Oder gönnen wir uns einen Schutzzauber? Also, es hat sich eine Kombi ja schon mal als sehr sinnvoll erwiesen. Und das war, als wir den ersten Kristall aus den Ruinen hier rausgeholt haben.
Da haben wir unseren Zwerg und unsere Halborkin gebeten, in dem Fall eine lebendige Ritterstatue abzuwehren. Und während dieser Ritter beschäftigt war, mit Torga und unserer Halborkin zu kämpfen, haben Liora und Silvari diese Statue analysiert und an der Statue selber etwas gefunden, womit man sie deaktivieren konnte. Vielleicht ist das hier auch eine Option. Aber die Sache ist halt, hier in diesem Fall reagiert ja die Lichtmagie vom Schwert auf die Rüstung. Oder andersrum, die Rüstung reagiert auf die Lichtmagie vom Schwert. Schwierig. Also für mich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, für mich heißt das, wir müssen die Rüstung auf jeden Fall ausschalten. Weil wenn die von der Lichtmagie vom Schwert angezogen wird, haben wir sonst fortan einen ständigen Begleiter, der uns attackieren will. Also wir müssen sie irgendwie auf jeden Fall deaktiviert oder besiegt bekommen. Irgendwie müssen wir diese Verbindung zwischen Schwert und Magie kappen. Ich glaube, das ist es. Vielleicht. Es sei denn, mein Chat hat noch eine andere Idee. Oder ihr habt noch was gesehen, was ich jetzt nicht gesehen habe. Ich sag mal Folgendes. Generiere mir ein Bild der lebendig gewordenen Rüstung. Vielleicht gibt uns das noch ein paar Hinweise. Mal gucken, wie das Ding aussieht, hä? Mit was haben wir es hier zu tun? Oh! Oh, okay. Oh, die ist aber auch beeindruckend. Holy moly. Schön, das ist also der Boss, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Und Boss ist hierfür wirklich die richtige Beschreibung. Holy moly. Und das ist auch eine beeindruckende Nische, in der diese Rüstung bislang stand. Jetzt wissen wir auch, wie diese Nische aussieht. Links und rechts sieht man noch die Feuerschalen, die vorhin im Raum ja auch schon so leicht zu sehen waren, aber jetzt wissen wir, wie diese Nische aussieht und krass. Okay, alle magischen Symbole in dieser Nische leuchten mystisch hellblau auf. Auch diese Rüstung hat überall leuchtende magische Symbole. Beeindruckend. Es ist richtig Metallkunst, wenn du dir das mal so anschaust. Also die hat überall Muster in der Rüstung eingraviert sozusagen. Die starrt uns mit blauen, durchdringenden Augen an. Okay. Und sie hat ein wirklich beeindruckendes Schwert, das ebenfalls leicht blau leuchtet. Und sie scheint wirklich keinen Spaß zu verstehen. Ah. Ach schön. Ja, möchten wir, dass diese Rüstung uns dann quer durch die Ruinen verfolgt, weil die Magie zwischen dem Schwert und dieser Rüstung ja dann immer noch besteht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein, nein. Ich glaube, das muss nicht sein, oder? Also mit diesem Gegner haben wir es jetzt zu tun. Fantastisch.
Ja, wie ChatGPT so schön sachlich hier gerade erklärt, hier ist das Bild der lebendig gewordenen Rüstung, die im Raum erwacht ist. Die Rüstung ist beeindruckend gestaltet mit leuchtenden, runischen Symbolen und glühenden Augen. Das stimmt. Sie glühen eisblau. Sie hält ein großes, bedrohliches Schwert und strahlt eine mächtige magische Aura aus. Auch das kann ich bestätigen. Die Atmosphäre im Raum ist von antiker Macht und unmittelbarer Gefahr erfüllt. Was möchtest du als nächstes tun? Ja, danke, ChatGPT. Diesen Eindruck hatte ich gerade auch. Von dieser Rüstung. Nice. Nur kein Stress. Nur kein Stress. Ich glaube, wir brauchen wirklich unsere beiden Krieger. Wir brauchen unsere beiden Tanks im Team. Also, wir brauchen Eldara, Halborg, Beschützerin, Söldnerin, Leibwächterin. Mächtige Kriegerin mit übermenschlicher Stärke, schwere Rüstung, mächtige Zweihand-Axt. Ich glaube, die ist jetzt angesagt. So, wen haben wir noch im Team? Ich habe gesagt Torga, ne? Der Zwerg und Krieger. Torga ist ein erfahrener Kämpfer mit Axt und Schild, zäher Natur, unerschütterliche Tapferkeit und ansonsten ist er Schmied und Söldner. Beide perfekt geeignet, um dieses schnuckelige kleine Ding da von uns abzulenken. Ich könnte das übrigens auch mal ein bisschen größer machen. Warum habt ihr denn nichts gesagt, Mensch? Guck mal, ich kann euch das doch größer machen. Dann könnt ihr das doch, glaube ich, auch ein bisschen mitlesen, wer das hier so alles ist. So. Und dann, der Magie wegen, würde ich Liora und Silvari in den Ring schicken. Okay, also. Bitte Torga. Und jetzt muss ich sie richtig schreiben. Die kommt nämlich immer nur in solchen Situationen zum Einsatz. Eldara, richtig. Die lebendig gewordene Rüstung abzulenken. Rüstung mit Kampfattacken. Abzulenken. Liora und Silvari sollen die magische Verbindung zwischen Schwert und Rüstung, zwischen dem Schwert des Lichts. Ich muss da genau sein, weil wir haben zwei Schwerter im Game gerade. Und der Rüstung analysieren. Und nach möglichen Schwachstellen suchen. So. Okay, bitte Torga und Eldara, die lebendig gewordene Rüstung mit Kampfattacken abzulenken. Liora und Silvari, die beiden Magierinnen, sollen die magische Verbindung zwischen dem Schwert des Lichts und der Rüstung analysieren und nach möglichen Schwachstellen suchen. Enter. Attacke. Bossfight. Let's go! Hoffentlich funktioniert das. We will see. Du entscheidest, dass Torga und Eldara die lebendig gewordene Rüstung mit Kampfattacken ablenken sollen, während Liora und Silvari die magische Verbindung zwischen dem Schwert des Lichts und der Rüstung analysieren und nach möglichen Schwachstellen suchen. Torga, der Zwerg, und Eldara, die Halborg-Söldnerin, ziehen ihre Waffen und stürmen auf die Rüstung zu. Torga schwingt seine Axt mit großer Kraft, während Eldara ihre Zweihand-Axt in geschickten, präzisen Hieben führt. Sie versuchen, die Aufmerksamkeit der Rüstung auf sich zu ziehen und sie in Schach zu halten.
Während Torga und Eldara die Rüstung im Kampf beschäftigen, konzentrieren sich Liora und Silvari auf die magische Verbindung zwischen dem Schwert des Lichts und der Rüstung. Sie beginnen, ihre Zauberkräfte zu bündeln und die magischen Energien zu analysieren. Torga und Eldara liefern sich einen intensiven Kampf mit der lebendigen Rüstung. Die Rüstung wehrt ihre Angriffe geschickt ab, aber Torga und Eldara halten sie erfolgreich auf Distanz und lenken sie von den anderen ab. Liora murmelt leise Zaubersprüche, während sie ihren Zauberstab auf die Rüstung richtet. Die magische Verbindung ist stark, sagt sie. Es scheint, dass das Schwert des Lichts die Rüstung mit Energie versorgt. Also, wenn wir die Verbindung unterbrechen, dann könnten wir die Rüstung deaktivieren. Silvari nickt und konzentriert sich auf die Runen, die auf der Rüstung leuchten. Die Schwachstellen sind die Runen, erklärt sie. Wenn wir die richtigen Runen deaktivieren, können wir die magische Verbindung schwächen und die Rüstung unschädlich machen. Du hast nun mehrere Optionen. Erstens, gezielte magische Angriffe auf die Runen. Liora und Silvari könnten gezielte magische Angriffe auf die Runen der Rüstung durchführen, um die Verbindung zu schwächen. Zweitens, kombiniere physische und magische Angriffe. Torga und Eldara könnten weiterhin die Rüstung ablenken, während Liora und Silvari die Runen mit magischen Angriffen schwächen. Drittens, Schutzzauber wirken. Ihr könntet Schutzzauber wirken, um euch gegen die Angriffe der Rüstung zu verteidigen, während ihr die Verbindung schwächt. Wie möchtest du vorgehen? Okay. Nur kein Stress. Nein. Also, die Frage ist ja, wenn wir jetzt Schutzzauber wirken, schwächen wir dann die magischen Attacken auf die Rüstung? Weil das braucht ja alles irgendwie Energie. Und die Frage ist ja, was kann die Rüstung denn? Also bislang hört sich das so an, als würde sie ausschließlich physisch attackieren. Also die hat jetzt keine magischen Attacken gefahren bislang. Wir wissen aber nicht, ob sie das kann. Also ja, natürlich, wir müssen die Runen auf der Rüstung... Wenn das der Knackpunkt ist, dann müssen wir die ausschalten. Und es ist natürlich deutlich hilfreicher, wenn Torga und Eldara währenddessen die Rüstung weiter mit ablenken. Weil mit je mehr Gegnern diese Rüstung es zu tun hat, desto schwieriger wird es für die, sag mal, einen aus der Gruppe zu attackieren. Also wenn die jetzt einfach so unsere beiden Magierinnen ausschaltet, wäre das ziemlich blöd. Da sind wir uns hoffentlich einig. Und Nee. Was ist jetzt mit dem Schutzzauber? Machen wir den oder machen wir den nicht? Schwierige Überlegung. Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir die ganze magische Energie auf das Ausschalten der Runen konzentrieren sollten. Ich meine, wozu haben wir Torga und Eldara? Die haben Schilder und die sind sehr, sehr stark. Also versuchen wir es vielleicht mal auf diesem Weg. Da ich jetzt nichts anderes aus meinem Chat höre, machen wir genau das. Haha. Okay. Hat ja niemand widersprochen, oder? Nein? Nein? Gut. Sprich, kombiniere physische und magische Angriffe.
Kombiniere physische und magische Angriffe. Torga und Eldara sollen weiterhin die Rüstung ablenken, während Liora und Silvari die Runen mit magischen Angriffen schwächen. Wenn die Rüstung auch mit Magie attackiert, frage nach, was du tun sollst. Also nur für den Fall. Enter. Bossfight, meine Lieben. Here we are. Du entscheidest, die physischen und magischen Angriffe zu kombinieren. Torga und Eldara sollen weiterhin die Rüstung ablenken, während Liora und Silvari die Runen der Rüstung mit gezielten magischen Angriffen schwächen. Tora und Eldara setzen ihre heftigen Angriffe fort, um die Aufmerksamkeit der Rüstung auf sich zu ziehen. Torga schwingt seine Axt mit großer Kraft, während Eldara ihre Zweihandaxt in schnellen, präzisen Hieben führt. Sie arbeiten zusammen, um die Rüstung zu beschäftigen und ihre Bewegungen einzuschränken. Liora und Silvari konzentrieren sich auf die leuchtenden Runen der Rüstung. Sie beginnen, gezielte magische Angriffe durchzuführen, um die magische Verbindung zu schwächen. Liora murmelt kraftvolle Zaubersprüche und richtet ihren Zauberstab auf die Runen, während Silvari ihre eigenen magischen Energien bündelt und in präzisen Strahlen auf die Schwachstellen der Rüstung schießt. Die Rüstung beginnt zu zittern und flackert, als die magischen Angriffe die Runen treffen. Die leuchtenden Symbole verlieren an Intensität und die Bewegungen der Rüstung werden weniger flüssig. Doch plötzlich scheint die Rüstung selbst magische Energie zu sammeln und startet einen Gegenangriff. Magische Blitze schießen aus den Runen und zielen auf eure Gruppe. Du hast mehrere Optionen, um den magischen Gegenangriff der Rüstung zu umgehen. Nein, du hast mehrere Optionen, um mit dem magischen Gegenangriff der Rüstung umzugehen. Erstens, einen Schutzzauber wirken. Bitte Liora und Silvari, Schutzzauber zu wirken, um die magischen Angriffe abzuwehren und eure Gruppe zu schützen. Zweitens, den Angriff intensivieren. Verstärke die physischen und magischen Angriffe, um die Rüstung so schnell wie möglich zu besiegen, bevor sie noch mehr Schaden anrichten kann. Ablenkung durch andere Mitglieder am dritten Punkt. Also als drittes Ablenkung durch andere Mitglieder. Andere Mitglieder der Gruppe könnten Ablenkungsmanöver durchführen, um die magischen Angriffe der Rüstung von Liora und Silvari abzulenken. Wie möchtest du vorgehen? Ist eine verflixt gute Frage. Aber warte mal. Wen haben wir denn alles? Das ist eine Jägerin, die kann uns hier nicht helfen. Das ist ein Heiler. Der kann Elemente beschwören. Hilft uns das da jetzt? Und dann haben wir Elion, den Waldläufer und Führer in der Wildnis. Aber der ist ja gar kein Magier. Der ist überhaupt kein Magier. Der einzige hier in dieser Runde, der ein wenig Magie beherrscht, sind wir. Also, wir selber haben eventuell auch die Möglichkeit, etwas Magie zu benutzen. Schwierig. Wir können
kann denn da noch helfen? Nymiara ist geschickt im Schleichen und Spurenlesen. Sie kann sich lautlos bewegen und ist eine ausgezeichnete Bogenschützin. Ey. Das wär's doch, oder? Wir könnten einen ihrer Pfeile magisch verändern. Und den könnte sie quasi aus Entfernung auf die Schwachstelle der Rüstung schießen. Aber dazu brauchen wir Schutz. Also, das wäre Angriff intensivieren, ne? Also erstens mal das hier, aber das macht nur eine von beiden. Und zwar Liora. Und jetzt verstärke die physischen und magischen Angriffe, um die Rüstung so schnell wie möglich zu besiegen, bevor sie noch mehr Schaden anrichten kann. Bitte dazu Sylvari. Die Pfeile doch, das versuchen wir. Von Nymira mit Magie aufzuladen. Sie soll gezielt auf Warte. Sylvari soll ebenfalls herausfinden, welche die zentrale magische Rune ist. Nymira soll darauf zielen. Und den Pfeil, den präparierten Pfeil, darauf schießen. So. Ich glaube, diese Kombi könnte funktionieren. Bitte Liora Schutzzauber zu wirken, um die magischen Angriffe von der Gruppe abzuwehren. Achso, das steht ja schon da. Warte mal. Nee, dann mache ich das wieder weg. Ich lese jetzt einmal noch mal kurz den Befehl durch und vor. Also, bitte Liora Schutzzauber zu wirken, um die magischen Angriffe abzuwehren und eure Gruppe zu schützen. Verstärke die physischen und magischen Angriffe, um die Rüstung so schnell wie möglich zu besiegen, bevor sie mehr Schaden anrichten kann. Bitte dazu, Sylvari die Pfeile von Nymira mit Magie aufzuladen. Sylvari soll ebenfalls herausfinden, welche die zentrale magische Rune der Rüstung ist. Nymira soll darauf zielen und den präparierten Pfeil genau darauf abschießen. Enter. Hoffentlich funktioniert das. Gerade hat die Feststelltaste hier noch ein bisschen auf der Tastatur bei mir rumgespackt. Also, mal gucken. Das hier ist die Rüstung. Eine Vermutung wäre, dass es die Rune genau in der Mitte auf dem Brustpanzer ist. Aber das kann auch irreführend sein. Das wissen wir aus zahlreichen Fantasy-Filmen und Sci-Fi-Filmen. Es muss nicht immer die mittlere Rune sein oder dieses mittlere Ding, was so ganz verdächtig aussieht. Es könnte auch eine andere sein. Hier oben die zum Beispiel. Da unter der Schulterplatte versteckt. Oder
Oder ganz klassisch die Rune auf dem Knie. Vielleicht muss man der Rüstung einfach auch einen Pfeil ins Knie schießen. Wer weiß? You never know. Here we go. Okay, kriegen wir diese Rüstung, diesen Boss gelegt? Hier ist unsere Antwort. Du gibst deinen Gefährten klare Anweisungen, um den Kampf gegen die lebendige Rüstung zu verstärken und eure Gruppe zu schützen. Liora, bitte wirke Schutzzauber, um die magischen Angriffe der Rüstung abzuwehren und uns zu schützen, rufst du. Liora nickt und hebt ihren Zauberstab. Sie murmelt kraftvolle Schutzzauber und schafft eine magische Barriere um eure Gruppe, die die feindlichen Blitze absorbiert und euch vor Schaden bewahrt. Torga und Eldara intensivieren ihre Angriffe. Torga schwingt seine Axt mit noch größerer Wucht, während Eldara ihre Zweihandaxt in raschen, präzisen Hieben führt. Sie versuchen, die Rüstung zu destabilisieren und ihre Bewegungen weiter einzuschränken. Silvari, lade die Pfeile von Nymira mit Magie auf und finde die zentrale magische Rune der Rüstung, forderst du. Silvari konzentriert ihre magische Energie und berührt die Pfeile von Nymira. Die Pfeile beginnen in einem magischen Licht zu leuchten. Silvari analysiert die leuchtenden Runen auf der Rüstung und entdeckt schließlich die zentrale magische Rune. Dort! Ruft sie und deutet auf eine besonders stark leuchtende Rune auf der Brust der Rüstung. Nymira, ziel genau auf die Rune und schieß den präparierten Pfeil darauf, weist du sie an. Nymira nimmt einen der magisch aufgeladenen Pfeile und spannt ihren Bogen. Sie konzentriert sich und visiert die zentrale Rune genau an. Nymira hält den Atem an. Sie zielt sorgfältig und lässt den präparierten Pfeil fliegen. Der Pfeil schießt durch die Luft und trifft die zentrale magische Rune der Rüstung mit perfekter Präzision. Ein grelles Licht bricht aus der getroffenen Rune hervor. Die Rüstung beginnt heftig zu zittern. Die magischen Symbole auf der Rüstung flackern und verlöschen nacheinander. Die Rüstung verliert ihre Energie und kracht schließlich kraftlos zu Boden, unbeweglich und besiegt. Ihr atmet erleichtert auf, als die lebendige Rüstung endgültig besiegt ist. Das Schwert des Lichts liegt sicher in deinen Händen. Und ihr habt erfolgreich die magischen und mechanischen Fallen überwunden. Nun könnt ihr entscheiden, wie ihr weiter vorgehen möchtet. Das Schwert des Lichts genauer untersuchen, den Raum weiter durchsuchen oder die Ruinen weiter erkunden. Was möchtest du als nächstes tun? Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Und diese Frage, meine Lieben, die klären wir beim nächsten Mal. Ich danke euch auch diesmal wieder, dass ihr dabei wart bei unserem Fantasy-Rollenspiel-Abenteuer mit ChatGPT in Terravel. Und wir haben es. Wir haben das Schwert des Lichts aus den Händen der magischen Rüstung, hätte ich jetzt fast gesagt, befreit. Stimmt gar nicht. Wir haben es vom Altar genommen und die Rüstung besiegt. Was ein geiler Kampf. Und wir werden sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Denn es liegen ja noch mehr Artefakte bei uns in der Ruine. Als nächstes könnten wir zum Beispiel den Stab der Macht suchen oder den Ring der Heilung. Wie das alles weitergeht, das erlebt ihr immer dienstags bei mir im Fantasy-Rollenspiel mit ChatGPT in unserem Land Terravel mit unseren fantastischen Gefährten. Und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Link ist in der Beschreibung übrigens zum Stream. Und ansonsten hinterlasst gerne Däumchens, Abos, Glöckchens, Likes, nette Kommentare, gerne auch Vorschläge. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben.